Hey, ciao zusammen, willkommen zurück im Raymond der Abkiste zur nächsten Folge Viewfinder. Und ich hoffe, wir haben nie mehr irgendetwas mit einer Frucht zu tun. Das ist so ein Spiel. Letztes Mal haben wir recht lange dem Melonenproblem gebraucht. Vorletztes Mal im Sammeln am Apple-Problem. Ich hoffe, die Fruchtzwerge-Einheiten sind jetzt vorbei. So! Da hat es auch wieder ordentlich was zu tun, hä? Bin ich gespannt, was da kommt. Weil, wie man so unschwer kann erkennen, sind sie da irgendwie nicht mehr so mega happy gewesen. Aber schauen wir mal. Mhm, okay. Scheu dich nicht, diese Entwürfe auseinanderzunehmen. Biofiltrationsschemata für Aeron. Hey, Aeron! Sally? Das ist ein bisschen schräg lagt da. Du da. Du. Kann sie nicht streichen. Okay, was haben wir da? Ui. Fliegende Sachen, die oben runter kreiert. Unzählige Entwürfe und Versuche für ein Biofiltrationssystem, das wir in unserer Welt für dauerhafte Veränderungen nachbauen können. Wir kommen der Lösung des Kernproblems immer näher. Wie aufregend. Viele Jungen und ich werden uns so lange zusammensetzen, bis wir Pflanzengefäße haben, die wir in der Außenwelt in großem Maßstab und kostengünstig herstellen können. Mirrens Violett-Architektur ist vielleicht nicht der Schlüssel, aber wir konnten einiges aus ihren Experimenten lernen. So gesehen waren sie keine Zeit- oder Ressourcenverschwendung, aber ich bezweifle, dass Hiraya dazu stimmt. Ich habe meine Entwürfe für die heutige Bausitzung vorbereitet. Das nächste Mal werde ich uns wohl eine Kanne Tee aufbrühen. Die Jung behauptet zwar, dass er seinen Kaffee bevorzugt, aber er lehnt nie eine Tasse ab. Prototyp Nummer 17. Ja, so irgendwie, aber und dann wieder rauf und ja, genau, so gesehen ist es auch. Kaffeetasse. Okay. Zurück ans Werk. Hebt was noch? Was hebt? Okay. Ich vermute ja, dass die Rätsel jetzt nicht bedeutend einfacher werden. Sind wir da an? Irgendwie etwas? Wenn wir es mal da fassen, zack. Wenn wir da durch können. Damit wir da durch können. Machen wir diesen da. Was hat es denn mit dem da auf sich? Okay. Sag mal. Das heisst, wir könnten da etwas her tun oder was? Oder uns selber füttern? Wäre ja interessant. Schnell. Oha! Das sind aber so ziemlich genau mehr, würde ich sagen. Yeah! Okay, okay. Understood? Understood, sozusagen. Telefon. Ich eile. Hallo? Hallo? Are you there? I can barely hear you. Where are you? You're completely out of my field now. Did the machine just fall apart? How could that happen? Was it the system? This is bad. This means that there's nothing here for us. Did we just waste all of this time? I don't know. You need to find a way out. I can't seem to locate you. I find these variables to be rather distinct. Don't hurt yourself. You can just say it's ugly. I don't mind. In fact, I would appreciate the honest feedback. Hiraya, dear, out with it. Okay, it's hideous. I'm so sorry. It's the ugliest thing I've ever laid my eyes upon. Was that too harsh?
Just a bit. Ehrliches Feedback. Das ist gerade ein bisschen krass. Okay. Nein, da unten ist auch zu. Wie wär's denn? Für was haben wir jetzt den Strichcode bekommen? Du? Du da? Du, hä? Jetzt brauche ich aber eigentlich nochmal so eins. Und die sind ja nachher auch wieder rausgeplümmeln. Aber jetzt habe ich gekratzt, gerade in dem Moment. Doof. Zuerst mal reinplümmeln. Hebel ziehen. Oh nein, Moment. Ich dürfte es nicht so reinplümmeln. Ich so reinplümmeln. Hebel ziehen. Even now, your creativity is a wonder to witness. Aber was hat es mit dem auf sich? Da muss doch noch irgendetwas sein. Mache einen Spaziergang durch den Barcode-Wald. Oh. Jö. Okay, das ist der Barcode-Wald, hä? Cool. Jetzt werde ich das nie mehr anders sehen. Also so, das ist ja auch schon mal klar. Wenn ich mich jetzt irgendwo im Barcode sehe, muss ich schauen, ob ein Wald dahinter ist. Yes. Tagabang. Da ist jetzt noch gegangen. Mal schauen, wo wir als nächstes hungern werden. Ui. Beauty and efficiency, I see. You did say I was wise. I'd say your wisdom is on vivid display with this one. So you do like it. I think Hiraya is going to be very excited. Hop. 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 Oh oh. Jetzt bin ich so lang, aber plumps, das hat schon wollen sagen, mit dem kannst du zurückspulen, anders sehen. Ui. Uni. Was sagst du zu dem? Ist gut gsi. Was hat das hier alles zu bedeuten? Jetzt wird er immer riesiger. Und das weiss ich, das Bild ist nicht so gut für die Aufnahme. Ich schaue in den Boden rein. Dann soll es wieder gehen. Ich schaue wieder in den Boden rein. Irgendwie hat es so schlecht Mühe. Ja, ich weiß. Ich habe mal geschaut, wie es aussieht, wenn es so lägt. Aber es lägt ja wirklich ziemlich derb brutal. Ich weiß es also. Aber ich kann es irgendwie nicht verhindern. Ich finde es zwar immer noch krass, dass das schwarz-weiß gekritzelt eigentlich mehr. Also, ich meine jetzt zum Beispiel. Was soll ich sagen? So Call of Duty-Zeugs und so kann ich ja aufnehmen. Eigentlich nicht problemlos, aber es geht. Aber irgendwie. Da so schwarz-weiß gekritzelt macht mir mega Mühe. Das ist nicht interessant. Ich höre das auch und auch, oder?
Mensch forscht. Das ist ja irgendwie ganz skurril, das Ding. Ganz, ganz skurril. Ich glaube, wir melden uns jetzt da mal an für die eigentliche Hauptaufgabe, da. Wir können uns also da fotografieren. Nachher. Moment, das ist nicht schlau. Wir können uns jetzt da fotografieren, zum ersten Mal überhaupt reinkommen. Oder? Wenn wir dann dort drin sind, müssen wir ja auch wieder raus. Darum nochmal eins. Nur können wir Batterien mitnehmen? Fragezeichen. Ich bin ein echter Held, wenn ich mich sogar vergesse. Das war zu wenig. Da irgendwo reinreichen, hat es da irgendwie auch so ein... Da hat es irgendwie nicht so ein... Wow, jetzt verletzt mich Gott! Wow! Machen wir doch so. Könnten wir beide drauf. Spielt ja nicht so eine Rolle. So. So. Juhu! Eigentlich hätten wir beide drauf können, hätte ich noch das Viertel können sparen. Und zack! Sehr schön! Uni! Tada! Okay. Das mit dem sich selber hinterher bei mir ist noch interessant, ne? Was haben wir denn da alles? Ich will gescheitern, mich so schnell einfach da stehen bleiben. Ich sehe da haben wir das. Da über den Mümmers. Da ganz oben. Textanzeige. Ich wollte die Notizen nicht mehr nur für Daten und Rechnungen zu nutzen. Also dann mal los. Ich schreibe hier ein kurzes Update zum Stand der Dinge. Es ist gut. Zukünftige Hiraya. Wenn du dies liest, erinnerst du dich hoffentlich daran, wie du dich beim Schreiben gefühlt hast. Die Stoffwechselanalyse von biokodierten Proben bietet faszinierende Forschungsmöglichkeiten. Das System, das wir hier aufgebaut haben, ist äußerst anpassungsfähig und intelligent. Ich hätte nie gedacht, wie detailliert unsere Replikationsprozesse sein würden. Daten auf Zellebene sind erstaunlich. Immer wenn ich ein neues Blatt, eine Blüte oder ein Wedel für Mirren abschneide, habe ich das Gefühl, dass wir einen Schritt näher an der Bekämpfung der Dürre dran sind. Das Schadstoffabbausystem zu erhöhen, war ein Geniestreich von Aaron. Und zusammen mit Chilions Fähigkeit, alles effizient laufen zu lassen, endlich fühlt es sich so an, als ob unsere Erfolge auf gemeinsamen Anstrengungen aufbauen. Die Zukunft sieht rosig aus. Ich habe zurzeit jede Menge Spaß. Endgültiges Design. Aaron und Chilion sind Genies. Okay, hat's cool, wenn ich wirklich noch kriegt. Uffi. Aber wenn die Maschine da nicht funktioniert hat, stellt sich so eine Frage, ist es. Was ist ihr eigentliches Ziel gewesen? Da. Dann haben wir da hinten immer noch etwas. Ja! Was ist das? Wischi McWischkopf!
cool. Again, she's just not seeing the big picture. Biofiltration is just a plaster, a solution requiring the many to assist. Whereas my solution only requires the diligence of a singular person. Why not strive for perfection? Why push towards a community that might not even follow through when you can take the fate of the global climate in your own hands? I've already shown Aliong the prototype. If I can just get it to run, maybe Haraya will finally see where I'm coming from. Maybe we can finally put our focus on the right path forward. Na, jetzt auf mal fliegende Stuhl. Sie blicken alle in die falsche Richtung. Ich muss herausfinden, wie ich Ihnen das zeige. Der Praxistext wird es beweisen. Pardon. Das hätte wahrscheinlich der Praxistestzeller heißen, ne? Praxistext. Ja, jetzt, meine liebe Freundinnen und Freunde. Wie machen wir denn jetzt da? Wie machen wir denn jetzt da? Ich habe da schon gesehen. Wir haben da so einen Foodie-Apparat. Nein, zu früh! Glaubst du, wir müssen so hüpfen? Eh schon. Oh bitte, das wäre super cool. So eine halbe Personas. Oh. Nein! Yeah! Das ist jetzt cool gewesen. Im Sprung. So, tschu, 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 tschu. Genau, etwa so. Habt ihr gehört? Wir sind glaub, gut unterwegs. Haben sie gesagt. Sieht zwar die Zeit heraus, ja, das lösen wir noch. Was will ich denn da hin? Überhaupt irgendetwas? Wo will ich hin? Dennis. Knapp. Was will ich da hin? Ich kann ein bisschen gucken. Was mache ich denn jetzt bitte? Das ist mal nicht. Jetzt, was mache ich da hin? Ich sehe es noch nicht so recht. Wo muss ich her? Was will ich machen? Wer bin ich überhaupt? Everything is a constant force, building pressure. And now? Now it's falling apart. Oh, Miren, what are we doing? Ich habe eine Idee. Wir sind dort hinter dem Gitter. Ja, Mist. Okay, wir müssen dort zwei von denen haben. Danke für das. Und jetzt müssen wir eigentlich eins haben, wo wir hinter dem Gitter sind. Nicht so also weiter weg halt. Nein! Aber müssen wir so da führen. Sollten wir jetzt eins haben, wenn wir genug weit weg sind, dass wir uns da oben abflümeln können? Ja, genau! Sehr gut! Guni, was sagst du? I'll do it for the pizza. Data left alone for too long. Corrupt. Please, be mindful. Ja gut, ja.
dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Aber das in der nächsten Folge. Danke, Elgato. Hey, danke vielmals fürs Dabeisein bei dieser Folge. Wäre cool, wenn ihr in der nächsten Folge dabei wäre. Bis dahin, aber lieber sauber machen. Scheiße. Und ciao, ciao.